Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute auf Wunsch eine Taube. Danke für die schöne Idee, jemand hat sich das neulich gewünscht, vielen lieben Dank. Hab mir zwar den Namen nicht gemerkt, aber den Wunsch habe ich mir gemerkt. Vielleicht meldest du dich, das wäre lieb. Ich habe mich entschieden, eine ganz normale Straßentaube zu zeichnen. Wobei ich nicht ausschließe, dass ich mal demnächst irgendwann eine Friedenstaube auch zeichne. Die sind auch sehr hübsch, also so eine weiße fliegende. Aber in dem Fall habe ich mich für eine ganz einfache Straßentaube entschieden. Ihr kennt sie alle. Momentan kann man sie nicht so gut sehen, glaube ich, weil keiner raus darf, aber also sie sind meistens irgendwo auf der Straße in den Großstädten. Ich zeichne gerade mit einem Polychromos 247. Habe mich entschieden, nicht mit Schwarz zu zeichnen und auch noch nicht mit Grau, wobei das Grau kommt demnächst. Aber für die Vorzeichnung dachte ich, können wir mal was anderes benutzen. Das ist hier der Fuß. Die Füße möchte ich möglichst reduziert machen. Ich mag Füße nicht. Und schon gar nicht bei, also so Krallen und sowas. Die Federn hier müssen wir auch ziemlich sorgfältig machen, weil das im Prinzip die so ziemlich die einzige Zeichnung von diesem Vogel ist. Eine Taube ist nicht gerade kompliziert. Man glaubt sogar, dass sie ziemlich einfach ist, aber wenn man sie so genau beobachtet, sieht man, dass sie doch einige Besonderheiten hat. Und eben, es gibt verschiedene Tauben, das heißt, also man muss ja auch die Art der Taube auch erkennen und möglichst spezifisch machen können. Das ist hier jetzt, das sind die Schwanzfedern hinten. Die muss man auch später möglichst ausarbeiten. Und manche gehen auch so, also so ganz typisch irgendwie. Genau, und hier haben wir es relativ flauschig hier hinten. Genau, und im Prinzip hier können wir den zweiten Fuß dazu nehmen. Im Prinzip haben wir schon, der Schnabel ist relativ typisch. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Aber das ist so mehr oder weniger unsere Taube. Jetzt hier müssen wir das Auge machen. Und zwar machen wir einen Kreis, der in weiß ist. Und innen kommt ein anderer Kreis, der zwar eine schwarze Pupille hat, aber ein ziemliches Orange hat. Also ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen gut hin. Ich zeichne relativ klein, weil ich wollte, dass ihr die gesamte Taube gut sehen könnt. Ja, und jetzt habe ich Schwierigkeiten mit einem guten Grau. Also das ist jetzt ein Grünheide, glaube ich, 172. Das ist für mich also Polychromos Grau. Es gibt aber mit Sicherheit bessere Graus. Wenn ihr die irgendwo habt, benutzt die. Und ich werde dieses Grau aber mit einem relativ einfachen Lila, also das ist Violett, mischen, 163, also 136. Also Grau mit Lila. Ich glaube, dann wird die Taube also so künstlerisch aufgehübscht, damit sie nicht zu langweilig grau ist. Aber ich habe es leider nicht, aber wenn jemand Taubenblau hat, also es gibt tatsächlich eine Farbe, die heißt Taubenblau,
Ich weiß nicht, ob es die bei den Polychromos gibt, aber ich habe sowas schon mal gesehen. Vielleicht habe ich das selber. Das ist ein Marineblau, glaube ich, 146 von Polychromos. Damit kann man auch ein bisschen mischen, hier im Kopf, oberhalb. Damit man einigermaßen dieses Graue hat. Ja, und hier Richtung Schnabel ist sie dunkler, also das ist wieder unser Stift 247, den wir hatten für die Outline. Allzu realistisch werde ich es nicht machen, aber trotzdem versuche ich es. Hier drunter kann man ein bisschen dunkler werden. Ja, also der Ton von dieser Taube ist so ein Graublau. Aber ihr wisst ja natürlich, sie hat hier wunderschöne türkisfarbene, grünfarbene, schimmernde, wunderschöne Flecken. Und das ist etwas, was, also das war jetzt der Stift 154 und das ist jetzt 163. Also dieses grüne, türkisfarbene, das müsst ihr natürlich reinmischen. Das sind so schöne Flecken, da würde ich auf gar keinen Fall drauf verzichten. Das ist also ziemlich das Schönste an der Taube, diese schimmernden Flecken. Also das ist jetzt wieder 154. Diese Stifte habe ich, die müsst ihr euch bitte merken, mit denen zeichne ich hier. Und innen aber werde ich auch so ein schimmerndes Grün nehmen, das ist 166. Und da kommen natürlich diese kleinen Federchen rein, die wir jetzt nicht wirklich zeichnen werden. Also dafür ist diese Zeichnung einfach zu klein zum Reinmischen. Aber so dieses Schimmernde muss man ja irgendwie darstellen. Jetzt mache ich auch mal so ein Blau, 145, so ein richtig schönes Hellblau eigentlich zum Türkisen. Damit wir dann auch hier ins Lila reingehen können. Also wirklich so einen relativ hübschen Verlauf. Hier geht es auch so ziemlich ins Lila rein. Natürlich ist meine Taube jetzt ein bisschen bunter als das Original. Das ist ja auch beabsichtigt. Ich wollte sie einfach möglichst schöner machen, also wirklich ihre Farben intensiver machen. Sie sehen ja auf der Straße relativ grau und langweilig aus. Man muss sie aber genauer beobachten und dann sieht man schon die Schönheit. Das ist jetzt wieder das Grüngraue, das ich aber mit diesem hellen Blau mische. 146. Hier ein bisschen Schatten rein. Sie haben zwar einen schönen glänzenden Schnabel oder einen schönen, so glänzend ist er nicht. Und hier schon ein bisschen mit reinmischen. Auch um das Auge herum muss es ein bisschen dunkler werden, damit man das Weiße auch schön sieht. Und hier so in der Form der Federn, also in der Richtung der Federn zeichnen, aber eigentlich relativ fein, weil die sieht man gar nicht so genau. Also dieses Blau ist schöner als das eine helle Türkis. Und da kann man jetzt ganz fein mit diesem Blau hier diese Strukturen reinbringen und auch mit einem dunkleren Blau, das ist jetzt 110, nochmal versuchen hier ein paar Federstrukturen reinzubringen. Genau. Schauen wir mal, ob das was wird. Oder ob es mir doch nicht so gut gefällt hier. Ich muss das bisschen abdunkeln. Ganz leicht abdunkeln. Damit man dieses Schimmernde besser sieht. Sonst sieht man dieses Schimmernde nicht.
Und hier die kleinen Federchen da so rein. Die gehen da so rein. Das hier ist relativ langweilig. Also das ist hier grau-blau-dunkelbeige. Also wirklich so mit diesem Polychromos. Das male ich dann so weiter. Und ergänze auch mit dem hier, mit dem graueren. Habe leider kein besseres Grau. Deswegen mische ich das so rein. Aber das Typische an der Taube, finde ich, ist dieser graue Kopf mit dem Schnabel und mit dem orangefarbenen Auge. Das ist hier auch ganz grau-blau. Und damit wir auch ein bisschen Schatten haben. Ganz einfach. Hier ist ein bisschen flauschig, also das könnt ihr so ganz leicht hier leicht flauschig machen, die Federn so und mit dem Grau wieder so reingehen. Jetzt habe ich es verwackelt, sorry. Genau, und das hier hat ganz feine Federn. Die muss man jetzt aber nicht mit Schwarz machen, sondern auch mit diesem Grau. Und hier drunter muss man aber ganz fein schattieren. Wirklich ganz fein. Man sucht sich so die Federn raus und schattiert so ganz fein diese Struktur. Und hier wird es feiner. Das muss nicht viel dunkler werden. Also ich hatte keine Lust, jetzt diese Taube wirklich so komplett zu ergrauen. Aber ein bisschen Schattierung, ein bisschen Schatten braucht ihr dann schon. Auch hier drunter muss man ganz leicht schattieren. Ganz, ganz leicht. Also wirklich so fast schon so ganz zart das Blatt berühren. Und dann gehen wir mit Schwarz rein. Und zwar haben wir hier eine Feder. Und da eine Feder, also das muss man jetzt hier ein bisschen einzeln machen. Sieht feiner aus. Also so. Hier oben lassen wir es aber lockerer. Genau. Also das ist hier so eine ganz feine Reihe von schwarzen Federn, die relativ typisch ist für die Taube. Das sind so, wenn ich so in den Kinderbüchern das zeichne, sind das meistens so die Streifen, so schwarze Streifen mache ich dann. Aber wenn man das so genauer macht, es sind ja keine Streifen, sondern die Federn sind bis zu einem gewissen Grad schwarz. Und die zweite Reihe kommt dazu. Einfach so dazu machen. Und dann haben wir hier die dritte schwarze Reihe mit von Federn, die geht in den Schwanz rein. Also so die Schwanzfedern hinten. Allerdings versuchen wir hier den Schatten dunkler zu machen, damit wir mit dem, also mit demselben Blau wie die Outline war, das nicht so dunkelschwarz wird. Sondern wirklich so ein bisschen Leben noch, also ein bisschen auch so leichter Verlauf in den Federn, versteht ihr? Dass wir nicht direkt so, außerdem haben die teilweise auch ein bisschen Glanz in den Federn, das ist auch recht schön. Für die Outline selbst, hier die Spitzen, könnt ihr schon wieder dunkel machen. Aber hier ins Innere kann man da so das bisschen vernachlässigen. Und hier genau das gleiche, also hier raus machen wir es dunkel und hier ins Innere geht es so als Verlauf ein bisschen rein. Genau. Und dann mit diesem Blau 247 einfach nochmal reingehen.
Und hier diese Flauschigkeit möchte ich aber schon ein bisschen noch betonen, behalten. Und leicht so schattieren, abtrennen zwischen Flügel und Körper. Die Füße selbst haben eine ganz komische, das ist nicht der Stift, den ich meine. Also ich weiß nicht, wie ich sie machen soll. Eigentlich sind sie dunkelrot. Aber ich mache sie orange, weil ich kein Dunkelrot habe. Ich sehe hier kein Dunkelrot. Also bitte macht sie in Dunkelrot, die Füße. Ich mische jetzt so ein paar Farben mit rein. Auch so braun. Einfach weil ich kein polychromes Dunkelrot habe. Aber ich mische ein bisschen Rot rein. So. Also es soll irgendwie so die Stimmung davon haben, aber es ist nicht perfekt. Hier ein bisschen Flauschigkeit, ganz klein, also ganz wenig. Und ansonsten, meine Lieben, glaube ich, haben wir es. Es ist eine schnelle Taube, eine schnelle Zeichnung. Jetzt könnt ihr hier versuchen, ganz leicht so in diesem Blau, einfach mal so einen ganz feinen Verlauf zwischen Outline und Outline und Blatt, also und Federn zu machen. Und auch hier so einfach so eine ganz feine Grundfarbe. Bisschen vermalen vielleicht, also nicht schmieren, aber ganz leicht vermalen. Das bringt so ein bisschen Leben in das Ganze. Und natürlich da, wo es euch passt jetzt, einfach mit diesem Grau noch mal reingehen und so ein bisschen die Striche, die groben Striche oder die weißen Flecken, die dazwischen sind, mitnehmen. Mir fehlt so ganz leicht ein bisschen hier Lila. Das wollte ich vielleicht ein bisschen noch mit reinbringen. Aber im Prinzip habt ihr gesehen, was ich meine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben und vielleicht habe ich euch auch motiviert zu zeichnen. Wenn euch das Grün zu grün ist, könnt ihr natürlich mit Blau reingehen, also das geht auch noch. Aber damit man diesen schimmernden Fleck einfach noch behalten kann und ganz leichte so Strukturen noch mit reinbringen. Ganz, ganz fein. So, ihr Lieben, bis demnächst. Ich wollte euch nochmal alle meine Stifte zeigen. Die fotografiere ich zwar nachher immer ab, aber diesmal sind es doch recht viele, damit ihr sie sehen könnt. Schwarz haben wir natürlich auch. Rot hatten wir auch. Also es ist schon eine große Mischung von Farben. Ist doch eine recht bunte Taube geworden. Also, tschüss, eure Dani.